Kuschelangriff auf einen Fahrraddieb. Dieser Golden Retriever ist der vielleicht schlechteste Wachhund der Welt. Statt Alarm zu schlagen, weil ein fremder Mann durch die Garage streunt, freut sich das Tier über den Besuch. Der Einbrecher hat es auf ein E-Bike im Wert von rund $1.300 abgesehen, als der Hund des Hauses auftaucht. Und der scheint ähnlich entspannt wie der Fahrraddieb. Fast eine ganze Minute kuschelt und hätschelt der Dieb den Hund, bevor er flüchten kann. Die Polizei postet das außergewöhnliche Kuschelvideo auf Facebook und die Kommentare der Nutzer überschlagen sich. Ich habe auch einen Golden. Jemand könnte mir eine Waffe an den Kopf halten. Wenn derjenige den Hund streichelt, ist die Welt in Ordnung. Oder auch, das ist einfach die Hunderasse, die sind halt sehr freundlich. Bis hin zu, das ist der höflichste Einbrecher aller Zeiten. Die Polizei erhofft sich durch das Posting jetzt Hinweise auf den kuscheligen Fahrraddieb und Hundefreund. Auf jeden Fall hat sie damit einen viralen Hit gelandet.